Leute, freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach dem letzten Part ging es der Tremotion da drüber, ne? Stechen wir See, Landratten? Wir stechen im See. Ahoi! Matrosen? Los geht's, wir machen die Grünschnabel fertig jetzt hier in der Mitte. Den Stormcaller. Machen wir kaputt, ich verspreche es euch. Wir werden ihn so richtig zerstampfen, zerhacken. Und am Strudelpunkt. Ja, was heißt zerhacken? Ich weiß nicht, was uns da erwartet, ganz ehrlich. Die Musik gefällt mir wenigstens. Ein bisschen ruhiger ist die. Mit Buschtrommeln. Ein Lager haben wir da. So, einmal rüber. Anstrengend, ich weiß, egal. So, da wollen wir auch. Nur ein bisschen aufpassen. Wir wollen ja schließlich nicht runterfallen. Das ist schon ziemlich cool gemacht, das Movement, ne? So. Sind wir bald da? Ich weiß es nicht. Scheinbar sind wir bald da. Die Gezeiten schwimmen eindringlich in mein Reich. Wir kommen, um die Abendliche von deinem Fluch zu befreien. Oh, so nennen die Landratten nun also mein Schiff. Wer kümmert's? Es endet hier und jetzt. So wird meine Herrschaft also aufs Neue herausgefordert. Ich bin Stormcaller. Die See des Nachtmars verdirbt und verschlingt mit der Zeit alles. Wenn ihr euer Glück versucht, solltet ihr besser gut zielen. Denn der Sturm ruft nach euch. Das erinnert mich so ein bisschen an LeChuck. LeChuck aus Monkey Island. Okay, mal gucken, was du kannst. Ich hau mal alles drauf, was ich kann, ne? Den Stormcrawler. Ja, zu lange gewartet. Mondschild. Ist halt Boss, müssen. Das muss, ne? Ja. Können wir ihn einfach die einfach auf der Klippe kicken? So, was kann er? Mal gucken. Okay, so stark ist er jetzt auch nicht. Das sollte ich, glaube ich, auch abwehren. So. Jetzt sie. Okay. Hä, was? Hat nichts für zweimal gereicht? Kettenblitz. Eine 50 ist eigentlich voll schlecht, ne? Ja, nun. Ja, das kriege ich nicht weg. Oder doch, eventuell. Oder nee, eigentlich nicht. Oh Gott! Ja, ich schlag aber nur. Ich kann leider nur eine Runde. Ihr fehlt leider die MP.
ich krieg das eh nicht weg, also von daher. Ihr fehlt MP für den Tritt in die Eier. Leider. Herrscher der Gezeiten. Was? Was ruft der Leviathan uns persönlich oder was? Ey, mach's nochmal. Jetzt natürlich die Sache. Ich muss nicht weiter hinauszögern, das ist auf jeden Fall klar. Wie war das nochmal? Doch. Sehr rein, ne? Gut. Uiuiuiuiuiui. Ich warte jetzt mit der Kombo ab gerade. Eigentlich ist das gut, aber eigentlich wäre es besser, wenn ich das auch aufbewahren würde. Und ich brauche MP. Wie viel sind das? 3 Kugeln. Ja, komm. Oh Mann, ich wollte, wird nicht lange. Naja, das hilft mir nichts. Wirklich nix. Das ist eine Runde, schaffe ich niemals. Der ruft jetzt wieder Leviathan. Oder ist das ein Riesenseefältchen? Meine Güte. Warte mal. Okay, heiliges Licht. Muss ich einmal machen. Ich weiß nicht. Mal desorientieren. Meine Güte. Ja, Kettenblitz, okay, tut zum Glück nicht so doll weh. Alter! Nee.
Meine Güte, was ein Kampf hier. Brauche ich nicht. Ich weiß nicht, gibt's eine? Also. Meine Güte, was ein Schaden. Mittlere Heilung auf dich. Der hält viel zu viel aus, ne? Nee. Nee. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lieber angreifen, ne? Komm, heil die mal. Ich will dich gern voll halten. Ja. Das ist echt nicht gut. Mondschild? Hilft das einmal? Einmal hilft das, ne? Egal. Oh mein Gott. Alter, ich habe echt Angst gehabt. Nein. Puh, geschafft. Das Beam ist zu stark. Wir müssen hier raus. Zum Schiff. Schnell. Eieieiei. Der Kampf hat es in sich. Es ist getan. Was jetzt? Wir halten uns fest. Oh. Wo ist Mittel in der echten Welt? Endlich frei. Es ist endlich vorbei, Hortense. Das fühlt sich gut an. Hey, ich weiß, du hattest schon lange keine Pause mehr, aber wir müssen immer noch diesen Leuten helfen. Aue, ei, ich schätze, ich schuld euch was. Eure Freunde sind meine Freunde. Bringt mich zu ihnen. Ach, ist das schön. Endlich mal wieder normales Wetter. Und es ist auch schon alles zusammengebaut, so relativ, ne? Aber ich muss zugeben, das Seeungeheuer war ziemlich schrecklich.
Hieß es vielleicht Hydralion? Keine Ahnung, aber es war riesig. Oh, ich hoffe, Hortense wird mir einige Fragen beantworten. Ich habe so viele. Ja, bestimmt irgendwie so, ne? Das ist allerdings unterstützenswert. Wir haben also eine Abmachung. Ei, das Schiff gehört euch und ich bin jetzt die Steuerfrau. Ich bin erst einmal damit gesegelt, doch verflucht, ich schaffe das nochmal. Was weißt du? Genug, um deine Verkleidung zu durchschauen. Du gehörst zu ihnen, ei? Keine Sorge, ich sag nichts. Diese zwei Krieger der Sonnenwende werden also helfen? Ich hatte gehofft, dass sie es tun würden, wenn ich zuvor ihnen helfe. Nun, dann haben wir wohl eine Chance. Hortense, ich... Nicht der Rede wert, ich schulde dir was, weil du mich aus der Höhle gerettet hast. Aus der Hölle. Ich... Danke. Ahoi, Steuerfrau. Mein Name ist Hortense, nennt mich so. Ei, es ist nur Gerüchten zufolge, warst du früher eine passable Mandolinistin. Mandolinistin, Sohn. Sie hat den legendären Schrett-Trick in einem Duell besiegt. Ich habe mich darin versucht. Wow. Und da solltest du dich wohl unserer kleinen Bandcore-Band anschließen. Bardcore-Band. Wieso auch nicht? Hossa! Diese Ewigkeit-Dings ist gerade deutlich besser geworden. Willkommen in der Mannschaft, Hortense. Die Abenteuer gehört uns. Redet einfach mit Hortense, wenn ihr für den Siedlertransport bereit seid. Ja, worauf soll er sonst warten, ne? Ich speichere einmal. Ich habe Mitleid mit diesen Leuten. Ja, das ist gut. Wir brechen auf, wenn ihr bereit seid. Ich hätte die Piraten nicht so schnell verurteilen sollen. Sie haben ein gutes Herz. Ja. Es ist schön zu sehen, dass alle zusammenarbeiten. Der Wiederaufbau von Brisk läuft. Wir werden das Beste aus der Sache herausholen. Braucht ihr was? Weiß ich nicht. Jo. Mama, wenn wir wirklich mit diesem super coolen Boot segeln. Ich will mit der Mutter reden. Eine große Veränderung für meinen Sohn. Hoffentlich schafft er das. Ja, wird schon, ne? Die Arme hier, kaum zu glauben. Ich bin noch unsicher, was ich an diesen neuen Ort mitnehmen soll. Eine neue Stadt von Grund auf neu aufbauen? Was? Klingt nach Spaß. Die Arme hier gehört uns, endlich uns. Haha. Danke nochmal für eure Hilfe. Bereit, die Siedler in ihre neue Heimat zu bringen? Los geht's. Meine magische Karte sollte auch in dieser Welt funktionieren, also nach Nordosten. Alle an Bord, die in eine neue Heimat wollen. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Die Insel liegt im Nordosten von Pris. Benutzt die Karte, falls nötig. Okay. Dann wollen wir jetzt mal gucken, was da unten ist, ne? Eine kleine Insel. Auf die wir nicht rauf können. Das ist schade. Okay, unten, ganz unten links ist die Wolkenwelt. Eben Miss Island, dann rechts. Hier oben ist diese mit Drachen. Hier rechts die Gespensterinsel. Sondern da oben rechts. Und es wird Nacht. Oder auch nicht. Hier ist ein riesen Kopf. Eine riesen Statue unter Wasser. Ja, was ist denn hier los? Ich fühle mich nicht beobachtet. Das ist auch nur eine einzelne Insel. Das hier? Ja. Fragezeichen. Hört sich sehr tropisch an, aber auch winterlich, ne? Sieht's aus. Also Gott, hört ihr her. Hier ist genug Holz, um Hütten zu bauen. Bereit zur Arbeit? Bereit zur Arbeit, ja. Auf
jeden Fall. Alle, die eine Axt führen können, sollten das jetzt tun. Ich kann das. Ich werde einen Eintopf für uns alle zubereiten. Kommt zu mir, falls ihr nichts zu tun habt. Ich gehe angeln. Das ist einfach herrlich. Das ist einfach nur zu beobachten. Es tut mir leid, dass ich dabei leise bin, aber es ist einfach herrlich, das zu beobachten. Es ist einfach richtig schön gemacht. Die ganzen Animationen, Pixelart, aha, ist einfach herrlich. Einfach herrlich. Das könnt ihr den ganzen Tag angucken. Das ist schön. Das ist schön. Stell dir vor, es wäre jetzt so plötzlich so eine Sims, nicht Sims, sondern hier so eine Komponente, einige Tage später, so eine Komponente dazwischen wie die Siedler und so weiter. Das wäre voll cool. Einige Tage später. Was geht ab? Eintopf ist fertig. Schon wieder wahrscheinlich, ne? Nicht zum ersten Mal. Ich meine, die haben ja nicht tagelang nicht gegessen. Es wird schön langsam. Es wird schön langsam. Hey, Valer, habt ihr einen Moment Zeit, bitte? Natürlich, was ist denn? Wir wollten im Inneren der Insel Holz fällen und fanden einen seltsamen Eingang. Wartet, wurde jemand verletzt? Nein, wir sind gleich wieder gegangen, weil es sich seltsam anfühlte. Wir hielten die Insel für völlig unbewohnt. Wir brechen sofort auf. Danke. Sagt ihr Galt bitte Bescheid, wir sind so bald wie möglich zurück. Wird erledigt. Ihr solltet den Ort im Norden untersuchen, bevor wir zurückgehen. Aber ich würde aber gerne gucken. Ach, dann gucken wir halt vor. Ich würde gerne, wahnsinnig gerne erstmal das Dorf erkunden. Ich meine, es wurde hingebaut und ich darf da nicht hin. Das ist ungerecht. Das ist wirklich ungerecht. Aber erstmal angeln wir in der Siedlersruhe. Ey, das Angeln muss sein. Das muss. Was muss, das muss. Seiten, wir haben schon alle Fische. Nee, es gibt noch zwei. Flup. Ja. Oh, was ist das? Venusmuschel. Ich weiß, wo ist er. Da, genau. Oh mein Gott, das schwimmt. Meine Güte. Was bist du denn? Ein Schießeisenbeißer. Ja, der soll mal reinbeißen. So sieht er aus. Da fetzt der Kopf auch auseinander. Okay, okay, okay. Oh, der hat's in sich. Oh mein Gott. Nee, ich will nicht reißen. Komm jetzt! Mann, was ist mit dem Fisch? Was ist mit dem? Du wärst aber zerhackt. Aber wirklich. Holy moly! Okay, wir haben zumindest alle. Was war mit denen los? So, ich bin gespannt, was es mit der Höhle auf sich hat.
Die alte Gruft. Okay, jetzt hört sich doch nicht so gut an, ne? Wenn das hier in der Nähe ist. Hallo? Dieser Ort ist riesig, aber ich spüre hier nichts Böses. Alles sieht so alt aus. Meine Güte, Besucher. Hä? Oh, gleich hier, rechts von euch. Willkommen in der Gruft. Bist du eine sprechende Laterne? Ich bin der Gruftwandler. Es fällt mir allerdings ein wenig schwer, Besucher zu begrüßen, nachdem meine Feuer ausgegangen ist. Du mit der Sonne, hast du einen kleinen Funken übrig? Klar. Oh Gott, das ist ein bisschen größer, als ich dachte. Viel besser. Bitte folgt mir, es geht hier entlang. Ja, cool, okay. Gut. Also, wem möchtet ihr heute gedenken? Oh, wir sind nicht deswegen hier. Wir haben eine Gruppe Siedler zu dieser Insel gebracht, ohne zu wissen, dass sie bewohnt ist. Nun, technisch gesehen ist sie jetzt nicht. Ihr meint, die Leute wollen hier nahe der Gruft leben, ja? Ja, wenn das in Ordnung ist, wir müssen unbedingt für ihre Sicherheit sorgen. Oh, natürlich. Besucher, Nachbarn, je mehr, desto besser. Ich möchte nur, dass die Erinnerungen der Gruft geehrt werden. Dieser Ort enthält tausende Steine, Statuen und Denkmäler, die den früheren Baumeistern und Visionären dieser kleinen Welt gewidmet sind. Und damit meine ich tausende. Ihr könnt diesen Ort und seine Monumente jederzeit bewundern. Falls ihr nach einem bestimmten Exponaten sucht und seine Koordinaten kennt, führe ich euch gern hin. Ansonsten kann ich euch versichern, dass diese Gruft neutral und optional ist. Ihr könnt also gern mit euren Abenteuern fortfahren, wenn ihr das möchtet. Ihr seid hier immer willkommen. Okay, wird das sowas wie die Ahnenhöhle oder was? Huch! Precious are the memories of Twenji. From Love, Iris and Amy. To the fiercest of all, Retro Beercade. Okay. Here lies the Epoch Avul. Okay, sind das Chroma, die. Wurde das Spiel Kickstarter finanziert oder so? Und die werden den Namen hier aufgeschrieben? Never forget that boy, Christopher Musch. Okay. Silvana Gerhard Guarini. Gunboy Yokoi. Okay, das ist der ehemalige Präsident von Nintendo. Der bei, glaube ich, bei einem Autounfall ums Leben kam. Also stehen hier tatsächlich aber auch wirklich Gedenkdinger. Gedenktafeln. Okay, das ist sehr interessant. Welche? Sehen alle gleich aus oder was? Nee, die Räume sehen alle unterschiedlich aus. Machen wir wieder. Past Family, Batman. Ich gucke mich hier so um, weil ich das gerade mega spannend finde. Ich meine, wir werden hier eh wieder rausgehen, bevor wir den nächsten Part beginnen. Aber in diesem Part können wir so ein bisschen. Ich gucke mal stichpunktartig so ein bisschen durch, ne? Boah, Shadow, vielleicht kennen wir ja irgendeinen Namen noch oder so. Rest in Peace Cups. Soraldor Klein. Goma. Frodo. Alter, wie grob, wie viele ist das denn? Wie groß ist das bitte? Blood Tribe of Sparta 2.6. Was? Du, True Hero, ist das ein Geschenkcode für irgendwas? Wird doch 100% schon eingelöst sein. Papa Squad Nick Zaras Foster. Finn.
Nathan Lake. PTY. Ernst Anderser. Kevin Volkmeisel. Ja, ich weiß nicht, was das hier mit auf sich hatte. Kein Schimmer. Oh, wow. Die Ethika wurde ja verewigt. Es war ein YouTuber, beziehungsweise ein Streamer, der sehr populär war rund um den Switch-Zeitraum, Release-Zeitraum. Ja. Okay, also sind das hier wirklich echt verstorbene Leute, die hier gehuldigt werden, oder wie? Was hat ihr heute in der Crew vor? Weiß nicht, ich schaue mich nur um. Was für ein Code? Ich verstehe nicht so ganz. Ich guck mal bis zum nächsten Part, was es mit diesem Code auf sich hat. Und dann, denke ich mal, sehen wir uns dann auch wieder weiter. Gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.